Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tom Clancy's Division 2. Schön, dass ihr mit reinschaut. Und ich habe einen Tipp bekommen, wie ich die Schulterperspektive ändere. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Vielen Dank dafür, Dasha. So, nochmal ins Postfach schauen. Jetzt. Achso, hat er mir das gezeigt? Inventar nehmen. Imsch, gut. Hat er gemacht. Mal hier. Tüp, tüp, tüp. Okay. Dieses Ausrufezeichen, der innerliche Monk. Ach ja. So, wunderbar. Gucken wir noch geschwind auf die Karte. Wir befinden uns ja im West End. Für den Einstieg. Machen wir die Nebenmission, oder? Oder machen wir. Ja, wir machen die. Ja, komm, den Kontrollpunkt und dann die Nebenmission. Da haben wir ja gesagt. Glaube ich. Ah, ich weiß es nicht mehr. Was habe ich denn gesagt? Ich glaube schon, ne? So. Ah ja, wunderbar. Funktioniert. Perfekt. Die Shift-Taste einfach drücken. Super. Vielen Dank für den Tipp. Jetzt kriege ich das auch hin. Ich habe die ganze Zeit, da bin ich ehrlich, immer wenn ich hinter der Deckung stand, habe ich mir immer gedacht, mach doch mal die andere Seite. Aber... jetzt sollte es funktionieren. So, wir haben die M16 und jetzt pass auf. Da ist wirklich zu viel. Das ist schon cool. Schön wechseln. Sniper. Schön nachladen. So, Verstärkung ist da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zusätzliche Feindkontakte. Das packen wir nochmal darüber. Ein Angriff aus der Deckung. Vorsicht, geh weg, geh weg, geh weg. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Jawohl. Sehr gut, sehr, sehr gut. Nachladen hat er schon. Die Rüstung. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Und nochmal ein Feldgepäck, jawohl. So, wir steigen jetzt quasi vom Level gar nicht mehr. Wir kriegen nur noch gewisse Feldgepäcke. Oder Feldpakete. Nee, wie heißen die Dinger? Ihr wisst, was ich meine. Na, hier. Feldexperte. Nehmen wir den. Ja. Was haben wir denn hier für eine AK? Schwarzmarktversion, okay. Und eine neue Maske. So, noch den Vorratsraum.
Der ist oben. Da müssen wir wahrscheinlich hier durch und dann über die Treppe. Wichtiger Gegenstand entdeckt. Den können wir dann auch noch gleich holen. Also, wen hast du geärgert, dass du... Da juckt mir doch gleich das Näschen. So, jetzt schauen wir noch nach dem Gegenstand. Hi, Agent. Hi. Da sind irgendwo Feinde angezeigt. So, hier muss es anscheinend noch das Bild. Das ist hinterm Haus. Komme ich denn da jetzt hin? Einmal komplett außenrum, ja? So. Ah, hier die Seitengasse. Nehmen wir doch die. Wie komme ich denn da jetzt rein? Wieder über alle sieben Ecken. Verbündeter Nachschubkonvoi erkannt. Da hängt's. Kann ich da runterspringen? Ist auch zu hoch. Würde ich persönlich ja auch nicht runterspringen. So, das lassen wir alles liegen. Da hängt's. Mensch, guck an. Was haben wir hier für eins? Der große rote Drachen und die Frau. Voll gut. So, schauen wir weiter. Wir haben jetzt den Kontrollpunkt. Da holen wir doch schnell noch die Kiste hier. Dann machen wir noch die Nebenmission. Oh, die Kiste ist leicht erhöht. Wahnsinn, hier wird es immer... Echo in der Nähe. Hier wird es immer ekelhafter, also mit dem ganzen Müll. Guckt euch das mal an. Glück gehabt. Na gut, das soll hier sein, gell? Ist das mal das Echo? Ist das okay, wenn ich das aufnehme? Tun Sie, was Sie tun müssen. Danke.
Also, Sie waren Teil der ersten Welle in Manhattan? Ja, und davor war ich Rettungssanitäter. Caleb ist bescheiden. Er war am Ground Zero. Das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wie war die Lage in New York, als Sie aktiviert wurden? Ist aktivieren das richtige Wort? Ja, das passt. Sie müssen wissen, dass die ganze Stadt in Panik war. Es sind buchstäblich Leute auf der Straße gestorben. Da waren mehr Leichen, als man wegräumen konnte. Und wir waren mittendrin, um die Flut aufzuhalten. Wollten Sie hier aufgeben? Fahnenflucht? Wissen Sie, wenn die ganze Welt um einen herum zusammenbricht und es nicht so aussieht, als könnte man irgendwas dagegen tun, dann denkt man natürlich daran, sich selbst zu retten. Einige haben das, wir nicht. Warum? Meine Familie. Was meinen Sie? An dem Tag, an dem ich eingefordert wurde, verließ ich meine Familie. Ich hatte eine kleine Tochter, einen Ehemann, egal. Ich wurde gerufen, ich ging. Und dieses Opfer muss doch etwas bedeuten. Ich werde das nicht wegwerfen, nur weil es nicht einfach ist. Bereuen Sie, dem Ruf gefolgt zu sein? Natürlich bereue ich's. Aber ich hätte es auch bereut, wenn ich ihm nicht gefolgt wäre. Schwierige Entscheidung. Mann, Tochter zurückgelassen. Sie sagt selber noch, egal. Schwierig. Habe ich den Kasten vergessen? Geh nochmal hoch. So. So. Der Kasten war bestimmt beim Echo. Oder der ist eins unten. Warte. Eins tiefer. Nee, eins, der ist oben. Der muss hier oben sein. Na, wo ist er? Ist noch eins weiter oben. Jetzt sehe ich es erst, dass da noch so ein kleines Dreieck dabei ist. Ach, da ist er doch. Versteckt hinterm Sofa. Wunderbar. Mal da raus, ja. Die schnappen wir uns, ne? Du Pfeife! So. Die Nebenmission noch, die befindet sich hier. Informationen zu einem drohenden Outcast-Angriff auf die Community im historischen Viertel. Gehen Sie dorthin und beschützen Sie sie. Hä? Ich komme da nicht durch. Ist das dein Ernst? Boah, das ist nicht wahr. Na, da könnt ihr durch eine Seitengasse gekommen. Das war jetzt aber nicht die hier, oder? Nee, die war weiter vorne. Wieso komme ich denn da jetzt nicht lang? Also wieder zurück zum Haus oben drüber. Da kommen wir dann sicher hin. Oder ich laufe einmal komplett außen rum. Ich nehme die Abkürzung übers durchs Haus. Na, komm hoch. Schön entspannt. So. Oh, zu hoch. Ah, das ging aufs Knie. Das ist nicht wahr, oder?
So nah und doch so fern. Wie viele Sachen hier rumliegen. Immer mehr, habe ich das Gefühl. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Ich will doch bloß dahin. Okay, laufen wir hier durch. Ums Karre rum. Oh, hallo, Servus. Zivilisten in Gefahr. Elektronisches Gerät erkannt. Was soll ich noch tun? Du hast getan, was du konntest. Ja, rutschte einfach weg. Einen Moment schaute er mich an und dann war er fort. Outcast im historischen Viertel. Es herrscht Chaos. Rücken Sie aus, Agent, und neutralisieren Sie alle Feinde. Wenn wir Glück haben, gibt es noch Überlebende. Jetzt sind wir endlich da. So. So. Wo seid ihr? Interessantes Objekt entdeckt. Wir gehen nie mehr zurück. Hey, alles in Ordnung? Das ist top. Zivilisten erkannt. Könnten Überlebende sein. Sehen Sie nach. Warte mal, das war nochmal ein Bild. Da ist aber noch ein Bild. Da gehen wir erstmal da hoch. Jetzt ist es wieder unten. Wo mal gleich. Mal rumgucken hier. Zack. Was brauchst du? Das könnte irgendjemand sein. Keine Werbe. Was ist denn hier wirklich? Wie helfen die Leute? Wird aber noch reingehen. Es gibt. Ah, jetzt können wir. Siehst du? Alles gut. Keine Gefahr. Teddy von Theodore Teddy Roosevelt. So, das Gebäude untersuchen. Da oben müssen wir hin. So, dup. Thank you.
Division Agent. Die Outcasts sind hier und haben angefangen, die Leute zu töten. Oh, das sieht auch gut aus, ne? Die Schrotflinte. Outcasts stürmen den östlichen Sektor. Ah, falscher Knopf. The fix. In einer Sekunde komme ich rein. Rennt der ins Feuer? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Da springt der doch einfach hinterher ins Feuer. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Oh, ich bin übelst verspannt. Ich kann euch aber auch nicht sagen, warum, ne? So, vielleicht ist Maschine. Ah, nee, weil da bleibe ich mal. Vom Südflügel steigt auch auf. Gehen Sie dahin, Agent. Ganz kurz noch das Zeug einsammeln. Donner zieht auf. Da steht er doch. So. Schön ruhige Runde. Das gefällt mir richtig gut. Und wir kommen gut vorwärts. Das gefällt mir noch am meisten. Im Bereich sichern, hat er gesagt. Du wirst. Back up, back up, back. Auch
Bewaffnete nähern sich ihrer Position. So, schick mal gleich mal die Drohne hoch. So. Da sind aber noch ein paar. Da war ein Stromkasten, sehr gut. Ich mag gerade voll das Maschinengewehr, ich sag's euch, Leute. Ganz schön viele. Oh. Sehr gut. Schickt ein Team, das die Überlebenden zum Krankenhaus begleitet. Es sollte in Kürze eintreffen. Gute Arbeit, Agent. Es ist doch Quatsch. So, voll gut. Ich find's gut. Massiv an Missionen geschafft. So, Einsatzgebiet verlassen. Der schickt mich gleich wieder zurück. Nee, doch nicht. Der schickt mich da lang. Nur da ums Eck. Da ums Eck rum, da scheue. Ja, aber hier ist ja. Jetzt geht das Tor auf, verstehst du? So, schnell auf die Karte gucken. Wir gehen Richtung Safe House. Wunderbar. Schaut doch echt gut aus. So, mal kurz auf die Karte. Ist noch als feindlich angesehen. Da müssen wir noch diesen Versorgungspunkt machen. Aber als nächstes gehen wir hierher. Zu dem kontaminierten Bereich, das Schlachthaus. Jawohl. Dann machen wir hier erstmal Folgenende und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Tom Clancy's Division 2. Ciao, macht's gut.